das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr es anguckt, zu den schrägen News der KW2 in 2019. Meine schrägen News-Themen sind heute: der Tesla Roadster kann fliegen, wir haben einen Wintereinbruch, die CES ist in Amerika, was gibt's da für Visionen, und wir müssen über Hacker reden. Wie immer ist dies eine Dauerwerbesendung. Und wir hatten den Wintereinbruch, genau, ja, hier Schneefall, nachher nochmal schlimmer. Und ich habe Folgendes festgestellt. Der Kona hat ein Problem. Erste Mal hier, die Scheinwerfer sind komplett weg und Radar fällt auch aus und die Hälfte der Assistenzfunktionen geht nicht mehr. Nicht schön, Hyundai. Okay, Samstag. Großangriff, Hacker auf das Politikernetzwerk in Berlin. Ich weiß nicht, wo noch. Ja, genau, an verschiedensten Stellen. Und keiner hat es gewusst und es gibt ein nationales Cyberabwehrzentrum und das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnik alle. Es ist ein Albtraum. Ja, wer wusste damals noch nicht, was los ist, es kommt ja dann noch irgendwie detaillierter. Gut, Mobilität hier, Minister Herrmann kritisiert den Zustand der Bahn, die sollen endlich mal hier in die Pötte kommen. Erhebliche Anstrengungen, damit nicht verschiedene Verbesserungen ins Leere laufen. Ja, Schlechtleistungen, redet er. Okay. Insgesamt kommen hier jetzt verschiedenste Sachen mit diesem Handelsstreitgeschichten mit China und so weiter, USA, China, mit diesem Waffenstillstand, diesen Abkommen und so weiter. Ja, verschiedenste Aktionen die Woche. Irgendwie kriegt man aber auch die Meldung hier, weniger Autos sind verkauft. In Deutschland haben 2018 weniger Autos verkauft, naja, 0,2%, okay. Auf der anderen Seite, VW steigert seine Verkäufe in USA, vor allem SUV-Modelle, ja, das wissen wir ja schon, 4,2. General Motors und Ford schlug sich damit im Jahreswechsel deutlich besser als General Motors und Ford, haben ein bisschen Probleme, Details kommen da auch noch, und der Kollege da von Nissan sitzt immer noch im Knast. Ist der überhaupt noch bei Nissan? Keine Ahnung. Ja, und Google und so, diese großen Unternehmen versuchen ja gerade das Geld irgendwo anders hinzuschaufeln, mal auf die Bermudas vielleicht. Jo, das ist alles noch Samstag. Samstag war auch sehr viel anderes. Diese Millionenklage da gegen VW läuft ja auch noch immer. Kein Ergebnis hier. 1400 Autos sind ja hier ein zweistelliger Millionenbetrag, wird da eingeklagt von VW und Skoda. Ich hoffe auch, Sie denken an die anderen armen Besitzer dieser Autos, die vielleicht nicht so einen Rechtsbeistand haben wie die Landesregierung. Das ist dann vielleicht ein exemplarisches Verfahren, ja genau. Elring Klinger. Ja, der Batterielieferant für den Sion von Sono Motors redet ständig von Brennstoffzellenfahrzeugen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht ist das doch nicht so ein guter Partner in Batterietechnik. 2025 bis 2030 geht das dann richtig los. Daimler setzt ja da drauf. Toyota, Hyundai und Honda ja irgendwie auch. Und ich habe ja selber einen Toyota Wasserstoffauto gefahren. Könnt ihr bei mir also auf dem Kanal auch angucken. Ja, und die ziehen doch ab wie Lotte. Nein, nicht wie in diesem Podcast, dann neulich beim Jerome. Nein, und man tankt doch in 5 Minuten. Ja, das habe ich ja bewiesen. Vorher hat man immer gemeint, das dauert eine halbe Stunde. Nee. Okay, aber ich verstehe es nicht, warum man das jetzt hier immer ständig so betont. Das ist, glaube ich, die dritte Meldung, die ich jetzt schon von Elring Klinger zu dem Thema. Bitte entwickelt eine ordentliche Batterie für den Sion. Ja, Gas geben bei der Produktion von Batterien. Ja, jetzt geht's mal los. Hier 100 Milliarden Euro müssen da investiert werden, allen voran in China. Ja, haha. Und dann geht's los hier, ja. Na gut, schauen wir mal. 2025 ist der sogenannte Tipping Point. Ja, geht's dann in Richtung Elektromobilität oder in die andere Richtung? Ja, ja, okay, das Fahrverbot soll gelockert werden. Man hat jetzt also festgestellt, die Leute können nirgends parken. Das ist das Park-and-Ride-Parkplätze jetzt hier in Stuttgart. Ansonsten war es eigentlich die Woche relativ
Flaute mit irgendwelchen Meldungen in die Richtung, aber okay. Ich muss, wie gesagt, mal selber nach Stuttgart fahren und mir die Lage vor Ort angucken für euch. Mitten in der Stadt hören, riechen, sehen, was da los ist, ne? Also Anwohner haben bis 1. April noch Übergangsfrist, das war ja klar. Ansonsten Zulieferer, Polizei und so war ja eh. Und ja, und man könnte hier, könnt ihr so ein Museum angucken da in Landesflughafen in Böblingen. Ja, in Böblingen, da gibt es ein ganz tolles Eldorado für Autoenthusiasten, natürlich vorrangig Verbrenner. War das schon jemand? Ja, also da müsste ich auch mal hin, wenn ich mal Zeit habe. Okay. Seitwärts auf jeden Fall eine Meldung hier, dass jetzt die Empfehlungslinks fürs Model 3 funktionieren. Jetzt hat ihr mal ganz groß unseren Empfehlungslink von Drive Tesla 2.0 da reingemacht. Jeder grast da jetzt die Empfehlungslinks gerade ab, wie blöd, und meint dann, er kriegt irgendwie einen Wahnsinnsrabatt auf den Roadster, ne? 50%, 70%. Jetzt muss man mal kurz überlegen. Also normalerweise sind die Empfehlungslinks für S und X, ja? Dass die Leute ein Auto kaufen. Die meisten Empfehlungslinks jetzt sind nämlich nur für Free Supercharging beim Model 3. Das heißt, Tesla hat gar nichts davon. Die Leute kaufen gar nicht unbedingt wegen dem Empfehlungslink ein Auto, sondern sie kriegen nur diesen Free Supercharging. Also ich glaube nicht deshalb, dass das zu euren fünf Freunden zählt. Normalerweise sind ja auch plus fünf möglich, dass ihr da einen Roadster billiger kriegt. Aber wer weiß, also Tesla Markus kann auch recht haben und kriegt das Ding jetzt wirklich für 70% Rabatt. Also würde mich ja freuen. Und Dennis Vitus hat auch schon gezählt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also ich würde mich wundern, aber okay. Deshalb hier unbedingt mal für Sascha und unseren Empfehlungslink Drive Tesla 2.0 das Free Supercharging von 9 Monaten abholen. 6 Monate plus 3 Montag. Ja, weiterhin hier, was ist los mit diesen Geschichten hier? Wer hat da wen ausgespäht? Cyberkriminelle kommen und die Nutzer sind gefordert, sollen endlich ordentliche Passwörter machen. Ja, Hoverboards, wir hören noch davon. Hoverboards sind jetzt auch mit und ohne Stange. Ne, mit Stange sind sie schon irgendwie definiert. Höchstgeschwindigkeit 20 km/h pro Stunde, auf Fahrradwegen zumindest. Und die neuen E-Scooter sollen da auch irgendwie noch untergebracht werden. Irgendeine Ausnahmeverordnung. Hoverboards, Skateboards, mit Elektromotor. Ja, okay. Alex, Astro Alex möchte jetzt zum Mond. Sollte ich mal bei SpaceX melden. Gut. Und ja, es gab am Montagabend zum Thema Borgward etwas. Borgward will ja jetzt in Bremen nochmal Elektroautos bauen. Also die Marke soll wieder regeneriert, wiederbelebt werden. Und gab es einen interessanten Film, habe ich sogar gesehen. Boah, der Mann ist ja richtig reingelegt worden von den Bremern. Was sagt ihr Bremer überhaupt dazu? Also in dem Film wurde das ziemlich negativ dargestellt. Montag. Wir gehen unter in Schnee. Jetzt hier bei uns nicht so. Also Baden-Württemberg, Stuttgart, so kurz vor der Alp. Also auf der Alp ist auch schwieriger. Ansonsten ging es eigentlich jetzt hier bei uns, aber zumindest mal waren definitiv Probleme. Ja, die CES ist ja gerade in den USA. Ich weiß gar nicht wo. Wo sind die überhaupt da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wurden da verschiedenste Neuerungen vorgestellt. Las Vegas, ne? Las Vegas. Unter anderem hier, was ich ja immer sage, diese Zulieferer kommen jetzt ganz massiv. Auf der einen Seite ja Nvidia, kommen wir bei den Aktien noch dazu. Die haben ja diese tolle Plattform eigentlich, wo auch bei Tesla drauf sitzt, beziehungsweise Tesla entwickelt es ja jetzt nochmal weiter. Und ZF. Und die kombinieren das Ganze jetzt noch, auch dass sie auch selbstfahrende Autos, autonome fahrende Autos irgendwie zusammenbauen wollen und so weiter. Das ist also ganz toll. Ich sag's ja auch immer, demnächst kann dann jeder irgendwie hier Autos zusammenbauen und auch selbstfahrende Autos muss man bloß zusammenstecken. Ne? Ganz tolle Sache. Und Björn Nyland hat uns bewiesen, der Nissan Leaf 2 hat doch kein Rapid Gate. Es gibt jetzt irgendein Update. Er weiß selber nicht, wie das da drauf gekommen ist. Also so sieht es bei ihm aus, mit dem Auto, wo er jetzt meinte, da lief es besser, wurde besser geloadet. Hier, das ist die New-Kurve da. Das 43 oder sowas. Kilowattstunden. Ja, 43? Ja, 43. Und ging viel später runter. Und vorher hat das ja eine ganze Weile gedauert. Und dann ist es irgendwie so wupp abgesackt. Wurde schlimm, finde ich es jetzt in der Kurve hier eigentlich auch nicht. Und er meint jetzt, das wäre behoben und man müsste nach dem Update gucken. Keiner weiß, wie man auch zu dem Update kommt. Er hat uns auch nochmal gezeigt, wie hier auch in Norwegen jetzt die Supercharger umgebaut werden. Kam jetzt auch
Gestern, also Freitagabend, bei Next Move, bei den Next News, auch nochmal ein paar Bilder. Ich habe jetzt selber noch keine. Also wer Bilder hat von Superchargern, die gerade umgebaut werden auf CCS, bitte mir mal schicken. Ich dachte, in Ulm geht's los, aber ist jetzt wohl ganz woanders. Bei uns hier im Süden, das habe ich jetzt noch keine Info. Hat jemand eine Info hier im Süden? Nee. Ja, letztes Mal haben wir ja von den Lademöglichkeiten vom Model 3 gesprochen. Deshalb habe ich hier euch mal ein Video hier reingemacht, wo man sehen kann, wie das Model 3 am Supercharger lädt, und zwar in USA. Gleich geht's los hier. 2 Minuten, da zack. Ja, 3 Minuten. 6% sind wir schon geladen. 4 Minuten, 8 Minuten und nein, 8 Minuten, so jetzt 10% schon, 20% schon geladen. Ich bin auf Maximum hier 120 kW. Jetzt geht es schon ein bisschen runter. Wir haben aber schon wieder 55% hier geladen. Jetzt 70% geladen. Und jetzt flaut es erst so ein bisschen ab. Die Kurve könnte etwas besser da oben bleiben, aber vor allem ist der Anstieg, der wahnsinnige Anstieg, schon nach 5 bis 10 Minuten auf maximal. Das ist auf jeden Fall, was hier ganz gut nochmal zu sehen ist. Also keine Angst. Das Model 3 an sich kann super laden. Ja, vielen Dank an den Scott, der das da für uns nochmal im YouTube zusammengestellt hat. Ich habe es ein bisschen gerafft, dass es jetzt hier bei uns nur in 2 Minuten abläuft. Hier sein Summary dazu. Gut, ich habe entdeckt, was war das hier immer zweimal? Ich habe entdeckt, dass es einen schönen Ladekurvenvergleich gibt. Und zwar bei Fastnet ist das hier. Ich habe euch den Link da unten reingemacht. Könnt ihr auch in der Description angucken. Ging ja immer von diesem e-tron aus, der hier so bei 150 kW ganz toll lädt und ganz spät erst über 80% dann so absackt. Und auch der I-Pace soll ja ganz toll laden, wenn das dann kann. Hier ist 75 zumindest mal. Der hat es noch nicht so mit den ganz hohen Strömen, genau. Und hier ist der Kona, den ich ja halt jetzt im Moment fahre und immer auch feststelle, dass das irgendwie ganz schwierig ist, da ho oben hochzukommen. Die lassen auch immer den vorderen Teil der Kurve hier weg. Seht ihr das hier? Das fängt erst nach 30 Minuten an bei dem Laderei mit dem e-tron. Was macht der eigentlich vor 30 Minuten? Also das verstehe ich jetzt auch nicht. 30 Minuten muss ich warten, bis ich dann die hohe Leistung habe. Das ist ja auch Quatsch. Ja, hier nochmal der Model 3 dazu. Tolle Sache hier. Auch der lief hier nochmal aufgezeichnet. Ja. Tolle Sache hier bei Fastnet gesammelt. Daten mit diesen schönen Kurven, leider nicht übereinander gelegt, aber ganz tolle Datensammlung. Also, wen es das nochmal interessiert hier, ich werde versuchen, meine Messungen auch mal irgendwie so aufzubereiten. Also, ich habe auch das Problem vor allem, dass ich 20 Minuten warten muss, bis der Kona auf Temperatur ist, wieder mit seinem Akku. Der erste Autovermieter, Avis, will wohl jetzt ganz massiv Teslas anbieten. Deshalb hat Tesla da eine wahnsinnig riesige Flotte, schreibt hier der Fred immer, dahin geliefert von Electric.co. Electric.co. Ja. Und hier Commitment von Elon Musk in China zur Eröffnung, nicht Eröffnung, Grundsteinlegung der Gigafactory 3 dort, die bis Ende des Jahres schon fertig sein soll und produzieren soll. Und was soll sie produzieren? Ja. Ist die Standardversion vom Model 3. Für China natürlich, ne? Vielleicht auch von China dann wieder zurück importiert, wer weiß. Aber im Moment mal für China. Also die kriegen die Standardversion scheinbar als erste. Die anderen werden da wohl gar nicht gebaut. Und später dann auch Model Y, Model Y, also der Mini-SUV, passt ja auch gut dazu. Toyota wartet weiterhin ab und sie wollen dann bis 2025, das ist so die nächste große Marke, die sich jeder setzt wohl hier, dann doch auch alles elektrifiziert haben. Ich sage ja immer, die haben das im Hintergrund in Vorbereitung und dann kommen sie plötzlich und dann ist alles fertig. Und das sieht dann irgendwie so aus. Das ist Byton. Byton. Wir hatten es neulich schon mal so ein Video hier mit diesem riesen Screen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht, dass das Ding so auf den Markt kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt sind wir 48 Zoll Bildschirm, 500 Kilometer Reichweite. Ich weiß nicht, was da für ein Akku drin ist. Und das Ganze für 40.000. Und das Mitte 2020. Also die 40.000 Mitte 2020, das ist jetzt eine Ansage. Der Kollege da von BMW, der das übernommen hat. Vielleicht kann man in China so günstig fertigen. Also ihr seht hier schon, es ist keine billige Verarbeitung und so weiter. Ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich ohne Mehrwertsteuer, ohne irgendwas, bis es bei uns ankommt. Also wenn es immer noch bei uns 60.000 vielleicht, das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Das sind schon Euros. Das kann doch wirklich nicht sein. Das ist doch ein Riesenschiff hier. Ich weiß es nicht. Also ich kann nicht glauben, dass so ein Auto jemals bei uns auf die Straße kommt. Das hier schon eher. Das schauen wir uns aber am Ende an.
Dienstag. Dienstag war es dann endlich soweit. Erste Hinweise auf, wer war das jetzt da? Irgendein 20-Jähriger wurde zumindest mal als Zeuge vernommen. 1000 Politiker und Prominente, die sind betroffen. Cyberabwehrzentrum Plus soll gegründet werden. Und klar hier die Zuschauer, nein, die Betroffenen, ihr Zuschauer, Frage an euch, habt ihr alle Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet, ne? Ich ganz wenig, nur wenn ich gezwungen werde, aber wir müssen uns wohl jetzt mal Gedanken drum machen. Es war wohl sehr, sehr einfach, hier von den vielen Leuten was abzugreifen. Klar, viele Sachen waren öffentlich zugänglich, aber es wurden tatsächlich auch Daten gehackt, also Zugriffe über Passwörter auf irgendwelche sozialen Medien. Wir müssen dahin kommen, dass die Menschen auch selbstverantwortlicher mit ihren Daten umgehen. Ah. Gut, erschreckend simpel war das wohl für den 20-Jährigen. Es kommt dann ja noch, dass man ihn dann tatsächlich verhaftet. Ja, es gibt eine digitale Klorevolution. Es wollte nicht neulich schon, wer war das denn? Microsoft-Gründer Bill Gates hat doch da auch irgendwas, ne? Alexa, bitte spülen, föhnen oder sowas. Also in Japan ist das total die Mode, in China glaube ich auch. Ob das bei uns jetzt hier was wird, weiß ich nicht. Hightech und auch nochmal hier bei mir in der Zeitung, dieser Byton, ja, das sind natürlich die Sachen hier. Carsten Breitfeld ist der Mann der Dinge, ja, der ehemalige BMW-Manager, der M-Byte. Es gibt noch einen anderen Byte nachher. Byte, wie kann man so ein Ding überhaupt Byte nennen? Warum nicht Bit? Bits und so. Ja, der Grünen-Chef Habeck hat sich da irgendwie ein bisschen verschwätzt und hat dann auch gemeint, er geht jetzt sowieso aus Facebook und Twitter raus. Das hat dann nachher noch Folgen gehabt. Ja, man muss mit sozialen Medien umgehen können. Ist aber alles für uns egal. Ökostrom holt Strom aus Kohle ein. Rekordhoch von Ökostrom. Super Sache. Ich hoffe, das geht weiter. Wir wollen ja 65% bis 2030, das ist das Regierungsziel, werden wir wohl doch nicht erreichen, wahrscheinlich, sagen jetzt hier auch dieser Bericht nochmal. Aber es geht auf jeden Fall vorwärts und bitte nicht mehr die Windräder abschalten. Grundsteinlegung hier, ja. Model 3 und 500.000 Fahrzeuge jährlich werden sollen dort in der riesigen Fabrik in Shanghai produziert werden. Und ich glaub's wirklich, dass dort praktisch die Fabrik vielleicht sogar schneller ausgebaut ist. Wir kennen ja China, da geht alles ein bisschen schneller als zum Beispiel in Nevada, ne? Wer weiß. Automarkt bricht ein. Deswegen kommen diese ganzen Meldungen ständig. Der britische Automarkt ist auch eingebrochen um 7%. Ja. Und die Dieselkrise kostet Jobs 600 Stellen bei Bosch. Was will denn jetzt Bosch plötzlich? Hab ich gar nicht. Ich dachte, Bosch ist voll bei der Elektromobilität dabei, ne? Hälfte sind Vorruhestandsregelungen, befristete Verträge, Arbeitnehmerversorgung und also alles wegen dem Diesel. Also 50.000 Arbeitsplätze wegen dem Diesel verloren. Weil man ja da meint, Diesel gibt es demnächst nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Eigentlich hatte Bosch das ganz anders so verlautbaren lassen. Sie hätten sich von der Zündkerze und von diesen ganzen Sachen jetzt so langsam getrennt und würden jetzt voll auf Elektromobilität umsteigen. Also das jetzt dem Diesel anzulasten, finde ich ein bisschen. Oh, nee. Der Dies sagt hier auf jeden Fall, auch VW ist die Zukunft, entscheidet sich in China. Ja. Auch die von Volkswagen oder wie? Ja, Investitionen direkt in China. Ja, das muss man auch noch sagen. Es ist jetzt zum ersten Mal passiert, dass ein ausländisches Unternehmen, Tesla, alleiniger Inhaber dieser Fabrik dort ist. Normalerweise musste man ein Joint Venture eingehen und Elon Musk ist ja auch die Dauervignette angeboten worden, das Dauer, wie heißt das, dass er da ohne irgendwelche Einschränkungen in China einreisen darf, ne? Ja, schön. Gut. Ja, weiterhin wollen die Leute hier in Stuttgart Ausnahmen haben und zum Beispiel neueste Idee, wir fordern Autos mit mehr als einem Insassen vom Fahrverbot auszunehmen. Na gut, junge Union Stuttgart. Autos brennen übrigens auch, war kein Tesla, sondern irgendwas anderes. Deshalb nur eine kleine Meldung. Ja, wir verfolgen das jetzt auf jeden Fall. Zack. CES, es kommen immer seitwärts jetzt die CES-Meldungen rein. Ne? Bosch will Smartphones als Fahrzeugschlüssel nutzen. Bosch hat man gerade. Ne? Hä? Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Nein, Tesla hat es erfunden. Mensch, mit Model 3 hier ist extra nochmal, habe ich das reingemacht. Hier von Nextmove gab es ja auch ein Video dazu zum Model 3 mit dem Funkschlüssel.
Klar, das ist jetzt so eine Frage. Die Karte ist nett, das ist was Neues. Oder halt dieser FOB, dieser Normalschlüssel wieder. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Größte Frage ist, wenn das jetzt alles mit dem Handy funktionieren soll, wenn ich jetzt mal jemand anders mein Auto ausleihen will, muss ich dem dann auch immer mein Handy mitgeben? Ich brauche dann doch noch irgendeine Chipkarte oder sowas. Also ich finde es beim Model 3 die Lösung eigentlich nicht schlecht. Mit dem Handy funktioniert es normalerweise und wenn ich es jemand anders geben muss, nehme ich die Chipkarte. Das ist okay. Stellt euch vor, ihr gebt das in die Werkstatt oder so. Wie soll das funktionieren? Also so einfach ist das nun auch wieder nicht, ne? Und ich habe sowieso immer Bedenken, die Handys werden ja auch öfters geklaut, fallen runter, gehen nicht mehr oder ja, oder Akku leer oder irgend solche Effekte. Also so einfach ist die Sache auch nicht, aber auf jeden Fall der richtige Weg. Aber sicher nicht von Bosch erfunden. Ja, der 20-Jährige ist jetzt verhaftet worden. Er ist schon am Sonntag verhaftet worden. Wir sind jetzt beim Mittwoch. Und er hat insgesamt 8,3 Gigabyte an Daten sind sichergestellt worden. Es sind irgendwie 1000 Vorgänge, hat man schon. Okay, erledigt. Es war wohl doch jetzt keine Bande von Hackern und auch keine wirklichen Profis. Es war, wie gesagt, verdächtig einfach. Und es war ein politisches Motiv. Es also war jetzt kein Terroranschlag oder sonst was. Wir haben nochmal Glück gehabt. Aber ihr seht, wie fragil die ganze Sache ist. Apple hat es gleich in Las Vegas aufgenommen. Alles, was auf deinem iPhone passiert, bleibt auch auf deinem iPhone. War dann plötzlich umstritten, die ganze Geschichte. Was war da noch los? Hier bei mir kam es jetzt auch an. Auch Bosch hat jetzt nochmal hier autonomes Fahren hier. Emissionsfrei vorgestellt, gleich ohne Lenkrad und alles. Und jetzt kommt wieder so eine Sache, die ist echt interessant. Audi. Also im e-tron gibt es hinten, kann man jetzt Virtual Reality erleben, während das Auto fährt, vielleicht auch während das autonom fährt dann nachher, ne? Hier mit so Star Trek, sonst was. Ne? Ich habe ja schon gesagt, hier beim Tesla Markus, bei den drei von der Tankstelle, ja, in diesen tollen Autos unserer Hersteller, deutschen Hersteller, werden solche Entertainment-Sachen dann ganz, ganz toll funktionieren, aber das Auto wird nicht die 400 Kilometer können und es wird nicht ordentlich schnell laden können. Das müsste nämlich erst noch beweisen, dass das wirklich geht. Und nicht auch nach einem halben Jahr dann plötzlich kaputt geht oder sowas. Jo, Daimler will auf jeden Fall hochautomatisierte Lösungen auch für LKWs auf den Markt bringen. Finde ich alles gut. Und da werden jetzt plötzlich Stellen aufgebaut. Ja, ne? Teilautomatisierte. Also Lastwagen finde ich super, sowieso super. Ja. Wer hat das ja wieder erfunden hier, dass man irgendwelche Entertainment-Systeme in die Fahrzeuge einbaut? Hm? Frage, Frage, Frage. Tesla. Ja, ich würde das möchte jetzt echt mal sehen hier. Das geht, glaube ich, nur im Model 3. Ne? Habe ich ja damals schon vorausgesagt hier. Bei Like Tesla könnt ihr euch das angucken. Cooles Video dazu. Ja, Samsung. Samsung, ne? Vertragspartner von Tesla mit diesen ganzen tollen Batteriezellen und so weiter und machen weniger Gewinn. Was ist denn da jetzt passiert? Ist das jetzt eine andere Sparte hier? Hier geht es nämlich irgendwie um. Was geht's denn hier? Speicherchips oder sowas. Ja, vielleicht ist das nicht die Batteriespalte. Ja, um Rückgang um 29%. Also das kann jetzt überhaupt nicht sein. Trump ist optimistisch wegen USA und China, Handelsstreitigkeiten. Hoffentlich klappt das. Und Amazon ist der wertvollste Konzern jetzt. Wir sind Mittwoch. Ich habe die Daten von Mittwoch euch deshalb mal dahin geklebt. Hier Amazon 715 Milliarden Euros, Microsoft 690, 91 rum, Google dann 665, Apple 629 liegen also dicht beieinander. Na, Amazon ist jetzt schon und Microsoft sind schon noch ein bisschen Abstand, also Apple schwankt zu sehr. Große Lücke, dann kommt irgendwann mal Siemens, habe ich mal reingemacht, VW ist eigentlich auch in der Liga und dann kommen die ganzen anderen und Tesla ist im Moment hier, das muss man auch gerade wissen. Ne, nicht immer so angeben, dass man alle überholt hat, nee, nee, jetzt. Weil Tesla leider so schwankt, ne, sieht das auch manchmal ganz anders aus. Das war jetzt zum Beispiel zumindest am 9. am Mittwoch. So, Mercedes hat jetzt zumindest mal gesagt, kleine Meldung hier im Handelsblatt, die S-Klasse ab 2020 nur noch mit Plug-in-Hybridantrieb, alle demnächst mit Stecker. Alle. Ja, alle kriegen jetzt einen Stecker, zumindest mal Plug-in-Hybrid-mäßig und so weiter. Ja, der Renault-Chef, der sitzt da immer noch. Ist er jetzt Renault oder Nissan? Keine Ahnung. Hier steht Renault. Ja, also jetzt lasse ich ihn weg, denn die Meldungen bringen nichts. Hat sich auf jeden Fall gesagt, er wäre es nicht gewesen. Und deshalb wurde er jetzt wieder eingeknastet, weil Fluchtgefahr und Vernichtung von Beweisen. Ja, was gab es denn sonst noch Neues wieder in USA? Hier, zack. Der Opel Zafira Live fährt ab 2021 auch rein elektrisch. Der kommt nämlich vorher eigentlich raus. Ich dachte immer, der Corsa kommt erst. Genau, es ist dieser Peace-Plan. Ja. Da kommt erst der Corsa, dann kommt der Grandland X, das ist so ein Geländewagen-Pseudo-Dingens und dann das Teil. Das sieht doch aus eigentlich wie das Busle von Mercedes, oder? Das sieht doch aus wie ein Saphira.
Sieht auch irgendwie drin gar nicht arg futuristisch aus, also irgendwie ganz normal. Na gut, soll auch mal am 18. Januar vorgestellt werden in Brüssel. Na schön, lassen wir uns überraschen. Also das sieht auf jeden Fall realistisch aus, so sieht ein Auto aus, weil so sieht sicher ein Auto nicht aus. Der iNext hier, dieser komische Dinger da mit der seltsamen Niere hier vorne. Oh Mann, der polarisiert ja nicht, der polarisiert ja noch schlimmer als der i3. Ja, von hinten sieht er ganz gut aus, obwohl sind das hier, was ist denn das hier, Auspuff oder was? Was soll denn das da? Diese Türen, die gibt es bestimmt auch nicht. Also das ist auch Unfug. Das Lenkrad sieht schon schöner aus irgendwie, aber wieder zwei Displays. Ich weiß nicht, also ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass so ein Auto aussieht. Das hier ist schon was Besseres. Ein E1 von BMW ist da jetzt vorgestellt worden. Das sieht echt kompakt aus. Also so muss das aussehen. Hatte hier sogar das Kabel dabei. Hier kann man dann noch rausziehen zum Laden. Ja, Leute, das war 1991, hat BMW dieses Auto vorgestellt. Sie hätten die Chance gehabt. Das sieht nachher aus, als ob dann Audi das umgesetzt hatte in dem A1 und BMW dann irgendwann ein i3 daraus gemacht hat. Aber das ist jetzt hier, also finde ich gar nicht so schlecht, diese alten Studien, wenn ihr euch das anguckt. Natürlich noch Schokoladung und so weiter. Bisschen schmal das Auto. Aber das waren mal damals die Vorstellungen. Also die deutschen Hersteller hatten Ideen. Es ist gar nicht so, dass sie gar keine hatten. Jetzt sind solche Leute wie Nissan hier da mit dem Leaf. Dritter Versuch vom Leaf. Nennt sich jetzt irgendwie E plus 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 Zero irgendwas Dingens da. Ich bin's nicht, hab's nicht ganz durchstanden. Mit 62 Kilowattstunden Batterie. Also es gibt 60er, es gibt 62, es gibt 64er. Was sind das für komische Batterien? Und die große Frage, ist es weiterhin Rapid Gate? Ist das Rapid Gate 3.0 jetzt? Ja, oder habt ihr es jetzt endlich im Griff? Ist nicht rauszukriegen. Ja. Es reden, also wenn man irgendwie zwischen den Zeilen liest und Kommentare und so weiter, redet man irgendwie von irgendwelchen Lüfterli, die man reinbaut und dann zumindest mal kühlen kann. Erwärmen nicht, kühlen. Es geht ja auch meistens im Moment, beim Nissan ist das Problem, der wird zu warm. Also der normale Nissan. Also wenn jetzt das mit dem Software-Update nicht doch stimmt beim, ja, gut. Also so sieht das jetzt hier aus. Der hätte dann 385 Kilometer fehlen hier bei WLTP und wäre 46.500, ne? Cool eigentlich so. Also das ist eine coole Sache. Ich finde den Nissan Leaf ja weiterhin super, auch mit dem ganzen Technik, die sie drin haben. Gefällt mir besser als der Kona, muss ich euch ganz deutlich sagen, wenn nicht diese blöde Ladeproblematik wäre. Und Chademo, was will man denn mit Chademo immer noch? Ey, immer noch kein CCS. Ich glaub's nicht. Keiner macht es irgendwie richtig. Also es ist weiterhin so meine Theorie, man muss das allen Teilen irgendwie das zusammenbauen von dem Auto das und dann hast du irgendwie dein Idealauto. Bauen wir doch eins selber, ne? Gut, die Preise hören sich interessant an, ist aber auch nicht billig, ne? Also richtig billig, günstig ist es auch nicht. Okay, next. Schneechaos. Auch bei mir jetzt hier mal ein bisschen mehr Schnee. Und ich habe es tatsächlich jetzt gemerkt, jedes Mal, wenn ich bei Schneesturm mit dem Kona gefahren bin, ist vorne immer Radarausfall. Radarausfall heißt dann sofort, der Tempomat geht komplett nicht mehr. Also nicht mal mehr der Tempomat ohne Adaptiv. Es ist immer, das ist nur zusammen möglich. Und sobald er da das Radar weg ist, boing, Notbremsung, geht gar nichts mehr. Die Sensorik geht teilweise noch. Und wie gesagt, was ich auch schlimm finde, dass die Scheinwerfer auch zugehen und dann auch das Licht nicht mehr ordentlich funktioniert. Gut, ich habe ihn versucht aufzutauen hier. Ich mache ihn ja morgens immer, habe ich ihn dran und laden, also laden nicht auf, sondern lassen nur auftauen. Geht so halbwegs, aber den Schnee hat er nicht runtergekriegt. Den musste ich dann doch von Hand runter machen. Ja. Kosten, aber im Winter fuhr sich das Auto jetzt sehr gut im Winter und auf Eis. Ja, gut, sehr gut. Ja, hier, pa digitale Patientenakte gibt es trotzdem, trotz Sicherheitspannen jetzt da und ja, warum auch die EPA? Okay. Ja, schauen wir mal. Ist noch nicht da. Mahle hat eine Getriebefabrik übernommen. Also Mahle, Autozulieferer Mahle, hatte ja Angst, dass sie da auch komplett untergehen bei E-Mobilität. Die schwenken jetzt komplett um und suchen sich da auch Sachen zusammen und werden dann auch so komplette Sachen wohl anbieten. Komplette Antriebsstrang, samt Motor, Leistungselektronik und Getriebe zusammen in einem Teil. Und dann kannst du das direkt einbauen und sowas wie ein Sion auch bauen. Also dann kann jetzt jeder eigentlich Autos bauen demnächst. Das ist echt super. Karosserie, wir brauchen noch was, einen jemand, der Karosserie baut. Ja, gab es doch auch schon immer so aus dem 3D-Drucker fast, ne? Ach hier, Larry Ellison von Oracle ist jetzt der zweitgrößte Investor, private Investor nach Elon Musk bei Tesla. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Elon Musk hat. Er hat dann 1,75%. Wahnsinn, wie viel hätte ich dann? 0,0001 wahrscheinlich. Für 3 Millionen Dollar wahrscheinlich. Nee, er hält 3 Millionen Aktien, hält er. Okay, das sind 1,75%. Wahnsinn. Der ist doch ein Vorstand aufgerückt. Na gut.
Absatzflaute im Sommer bei Daimler, ja, wegen WLTP vermutlich, haben nur ein Plus von 0,6% gehabt, aber 2,4 Millionen weltweit verkaufte Autos. Wahnsinn. Prognose der Weltkonjunktur ist übrigens sowieso nicht gut, höchstens 2,9%, na gut. Und dramatischer Rückgang in China, schrumpfende Autoabsatzzahlen, ich blick nicht. Also entweder manchmal ist was in China, manchmal nicht. Irgendwie wegen dem Handelsstreit ist wohl jetzt in den letzten Monaten das so zurückgegangen, dass es aufs ganze Jahr sich ausgewirkt hat. Ja. Um 6% zurückgegangen. Dramatisch. Ja, teilweise sogar um 19% hier. Okay, im Vorjahresmonat. Ja, eben, also da ist irgendwas in den letzten Monaten dann da. Ja, also das muss weiter beobachtet werden. Das ist nicht China, ja eigentlich der Markt, sagen alle. Ne? Was gibt es dann weiter in den USA, hier CES? Ja, solche Fahrzeuge hier, die sind natürlich auch obercool und Harley mit E-Antrieb. Und Kia, Mensch, Kia, ne? Eigentlich Kia Soul und iNiro, tolle Autos. Was erzählt ihr da? Ihr wollt die Musik und die Beleuchtung, die Klimatisierung den Emotionen der Passagiere anpassen. Ja, das macht ihr bitte in euren Verbrennern. Mann, oh, wir brauchen nicht sowas, wir brauchen ordentliche Autos für E-Mobilität. Ist schon wieder so ein Quatsch. Na gut, dann ansonsten geht es um KI, auch in Deutschland jetzt hier, im Positionspapier der Grünen. Ich habe es nur nicht gefunden, ich muss nochmal danach suchen, also im Dönsdorf war es nicht zu finden. Ja, das war ja neulich schon, hier wird ja gefördert, die KI von der Bundesregierung, von der Merkel. Und Baden-Württemberg will da auch was mitmachen, Tübingen, Stuttgart, Max Planck und so weiter. Ne? Ja, machen wir. Da müsste auch irgendwas Modulares rausfallen, dass man dann direkt in den autonomen Fahrzeuge einbauen kann. Müsst ihr euch mal überlegen. Audi, der Absatz sinkt weltweit. Also auch bei Audi sinkt es um 3,5% jetzt hier. Nachfrage in Europa zumindest. Und hier schreiben sie es jetzt ganz klar, WLTP-Problem. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, das hat man ja so nach dem Sommer so diskutiert die ganze Zeit, dass da ja teilweise gar nichts mehr verkauft werden konnte, durfte. Weil man keine WLTP-Zulassung hatte. Das ist ja von heute auf morgen passiert, ne, mit dem WLTP. Und daher kommen jetzt wohl diese ganzen Minuszahlen. Und Porsche sagt wieder große Nachfrage in China. Also, ne, die haben ein Plus von 4%. Weiß ich auch nicht, also was man da hat. Ne. Na gut. Auch in USA ging es aufwärts. Also Porsche hat ja kein Problem. Bei 4, 3%. Gut, Benzin wird knapp in Mexiko. Warum? Weil die haben so Überlandleitungen und da wurde das wohl abgezapft. Und jetzt haben sie da bewachte Tanklaster mit Soldaten. Ja, wenn es so schlimm mal kommt, das wäre dann was, wenn das bei uns auch so kommt. Du musst dann, ne? Ja. Und Volkswagen hat weniger Autos in China verkauft. Also irgendwie, ne? Passt nicht so ganz. Also Volkswagen ist ja eigentlich mit Porsche, nee, hat nichts miteinander zu tun. Die haben einen Rückgang von 9%. Also nur Porsche hat irgendwie gut verkauft. Verstehe ich auch nicht. Car2Go, hier Daimler und BMW läuft gut. Steigerung um 21%, wirft leider keinen Gewinn ab, aber das ist Future. Das ist Future, sage ich euch hier. Carsharing ist echt Future. Ja. Ford streicht tausende Jobs. Ford, wer ist Ford? Ist das nicht auch einer der Erfinder der Autos oder der industriellen Fertigung von Autos? Ja. Saarlouis wird geschlossen und Wahnsinn. Was ist hier los? Bordeaux, Sommer geschlossen. Saarlouis ist auf der Kippe, Ford beschäftigt und 24.000 Leute in, wo denn? In Deutschland, in Europa 53.000. Die schreiben nur nicht warum. Was ist mit Ford? Haben die ein E-Auto? Die hatten mal eins, den Focus. Ne? Jetzt wollen sie, glaube ich, irgendeinen von ihren Max-Dingern da, C, irgendwas, wollen sie doch auch mal elektrifizieren. Ne? Wann kommen die denn? Ich glaube, da war doch noch die Meldung. Die war gestern noch ganz kurz. Die habe ich nicht mehr reingekriegt. Ford hat jetzt, glaube ich, auch gesagt, sie wollen auch alles elektrifizieren. Die sind jetzt auch am Ende von den Verbrennern. Ja, haben irgendeine Meldung noch. Habe ich bloß nicht mehr reingenommen. Also, härterer Kurs gegen China, genau. Auch hier deutsche Wirtschaft. Ja, was wollt ihr dann machen? Ja, hier. Also, neben Osram, hier ist ja genau so eine Warta Osram. Das sind alles so Namen aus der früheren Zeit. Ne? Leuchtdioden werden weniger gefragt. Was ist los? Nee, die halten länger, Leute. Würde ich mal sagen. Also, deshalb werden die weniger gefragt. Rücklauf, Auto. Ja, wegen der rückläufigen Autokonjunktur. Ne? Und auch Apple und Samsung geht es ja nicht gut. Und auch Siemens. Siemens ist ausgestiegen. Die wollen gar keine Osram-Leuchtdioden mehr. Nee. Also auch diese Firmen müssen sich irgendwie umstellen. Die sind auch zu sehr von Autos abhängig und ich würde sagen, die Dinger halten zu lang. Viele Diesel sind nicht nachgerüstet. Ja, die Industrie verfehlt das Ziel deutlich. Die haben noch nicht mal angefangen zum Nachrüsten, würde ich sagen.
ausführt, Amazons Bestellknöpfe. Kennt ihr diese Dash-Buttons? Ich war immer so fasziniert von den Dingern und fand die Idee tatsächlich gut, dass du an der Waschmaschine, wenn dein Waschpulver dir ausgeht, du einfach diesen Knopf drückst und dann zack, wird sofort eine Bestellung ausgelöst. Wollte ich immer schon mal ausprobieren oder mal irgendwie mir selber so konfigurieren. Es gibt nämlich auch welche, die man frei konfigurieren kann. Und da ist jetzt geklagt worden hier. Das ist ganz klar, das fehlt die Information. Also du siehst ja, wenn du auf den Knopf drückst, nicht, was es jetzt gerade kostet und solche Sachen. Und das ist ja irgendwie wie beim Elektroauto aufladen an der Ladesäule. Da steckst auch rein und weißt nicht, was es kostet. Kriegst dann nachher eine Rechnung oder also Leute, also wirklich, ne? Also na, macht euch da keinen Affen. Hier der Branchenverband Bitkom hat auch gesagt, so geht das nicht. Also das wird der digitale Handel behindert. Da muss man jetzt so neue Ideen behindert. Also da müsst ihr unbedingt eine Lösung für finden. Wahrscheinlich macht jetzt Amazon irgendwie ein Display drauf. Ja, mal schauen. Also, okay. Also in Ladesäulen muss es echt besser werden. Also wirklich. Ja. Über App hier und da und also, nee, das kann ja gar nicht gehen. Ja, hier ganz tolle Meldung aus Kirchheim. Da kann man sich nämlich jetzt an dem Ökostrom beteiligen. Das haben ja viele Kommunen damals aufgebaut und haben das einfach nur eingespeist, den Strom dann, ne? Solarzellen. Und jetzt ist es so, jetzt kannst du auch dich selber damit versorgen oder das soll so aufgebaut werden, dass du das auch selber verbrauchen kannst. Und das finde ich natürlich viel besser. Die haben nämlich eigentlich nur investiert, dann und genau ausgerechnet, wenn sie einspeichern, kriegen sie so viel zurück und dann macht man so und so viel Rendite. Das war eigentlich nur eine Geldanlage. Und wenn die jetzt selber den Strom verbrauchen, dann finde ich das gut. Dann würde ich auch dabei. Da wäre ich auch dabei. Also bei uns hier, ich glaube, ich gibt es noch nicht. Aber bei uns ist das eine reine Investition. Gut. Damit sind wir, glaube ich, hier auch am Ende von dem Tech-Boten. Und ich habe hier unten euch noch der Elon Musk reingeklebt, weil der hat nämlich jetzt was Interessantes gesagt, wo ich schon die ganze Zeit dachte, das kann auch nicht so weitergehen. Wird nämlich S und X werden jetzt umfirmiert sozusagen. Nee, werden gestrichen. Der 75er Akku vom S und X wird es nicht mehr geben. Es gibt alles, geht erst bei S und X mit 100 los, weil hier ist ja ganz klar, vom 3er wird jetzt der 75er ja verkauft. Und ich habe euch mal hier das hingeschrieben. Den 3er kriegst du unter 80.000 Euro und den 100 kWh S oder X natürlich über 100.000. Ne? Und ich habe euch jetzt mal reingeschrieben, ich habe die beiden Autos ja neulich erst gehabt, voll geladen, zeigt nämlich das Model 3 503 Kilometer an, wenn es 100% geladen ist, und das Model S 100 510 Kilometer. Jetzt bei nicht ne, geratet, ne? Nicht normiert. Also das, was Tesla eigentlich vorgibt, genau, muss man. Das ist nicht ganz vergleichbar, weil man es hier nicht umstellen kann. Normiert gibt er ja höher aus nach Norm. Genau, und das ist also jetzt vergleichbar. Die Autos sind nämlich hier. Der 100er ist mit dem 75er nämlich ziemlich nah auf. Und deshalb ist auch klar, warum Tesla das macht. Der 75er S war nämlich schlechter als das Model 3 75. Ja. Und deshalb Kannibalismus nennt man das ja. Kannibalisieren der eigenen Flotte. Und deshalb musste das passieren. Und ich denke auch, Next Step ist noch, dass man das dann wieder andersrum S und X auf Model 3 Innendesign anpasst. Das wird auch noch kommen, Leute. Facelift. Und jetzt machen wir mal kurz eine Werbepause. Dankeschön, da sind wir wieder und jetzt gucken wir uns die Aktien an. Ja, letzte Woche ging es bergab 4,6 und diese Woche ging es bergauf 9,7. Super. Ich hoffe, das hält so an. Schauen wir uns das mal kurz an. Ja, es scheint einen Trend nach oben zu geben, aber der zackt noch ganz schön nach unten. Wenn ihr das guckt hier, das sind ganz schöne Dimensionen, um die es dann doch weiterhin hier schwankt. Also immer Angst, Angst um Tesla. Ja, doch hier, wir hatten ein schönes Hoch da über 325 Euro bei mir. Und die Quartalsinfo im Moment mal nur hat auch das und auch das anstrebende Geschäft jetzt in Europa hat wohl doch dazu beigetragen, dass es gerade wieder aufwärts geht mit der Aktie. Aber wie gesagt, immer Vorsicht geboten. Und ja, zoomen wir nochmal raus, sieht man hier, da haben wir, also da müssen wir wieder hin. Das ist das können wir noch schaffen sozusagen. Ja, immer diese 10%-Schritte, das ist Wahnsinn. Wird gerade von den Börsianern aber empfohlen, die Aktien, also im Mittelfeld, wenn man mal sagen. Ja, hier haben wir natürlich Wahnsinnsgewinn da drauf gerade, weil wir da auch gerade hier in diese schwankenden Bereich da kommen, da hinten. Ja, gut. Zong, mein Börsenspiel. Letzte Woche habe ich euch das neue Börsenspiel ja vorgestellt. Wir hatten gleich nach 2, 3 Tagen, also ich hatte es ja Anfang der Woche gestartet, gleich einen Wahnsinnsgewinn von 3000 Euro bei 100.000 investiert und zweite Woche jetzt sind wir bei 8.000.
Gewinn, noch nicht realisiert. Und ihr seht mal hier, ich habe es jetzt wieder nämlich richtig sortiert nach absoluten Euros. Nvidia. Nvidia ist der Geheimtipp gerade gewesen für das Jahr. Ja. Kam nämlich auch so eine Talsohle, kommen die wieder. Ja, Automatisierung und auch gerade das, was sie jetzt vorgestellt in Amerika vorgestellt haben, finde ich weiterhin. Nvidia ist für mich immer so Geheimtipp im Hintergrund für diese ganzen automatisierten Sachen. Tesla gleich dahinter, ja, hat Potenzial nach oben. Wirecard habe ich extra reingenommen, weil sie auch gerade wieder eine Trendwende haben, werden wahrscheinlich das Allzeithoch nicht mehr erreichen. Ja, auch schwankt noch ein bisschen. Volkswagen, einfach um den gesamten Volkswagen-Konzern ja zu beobachten, auch gut im Plus. BYD weiterhin dümpelnd. Also alle Leute, die zu mir immer sagen, BYD hier, BYD da, nö, ist nicht, sehe ich einfach nicht. Also wenn ich BYD hier beobachte, nee. Möglichkeiten, Potenzial vielleicht, aber nicht wirklich. Habe sie übrigens alle jetzt auf Tradegate umgestellt, damit sie gleichmäßig da sind. Jo, Tesla-Fans, was ist denn Tesla-Fan? Tesla-Fan, es war echt die Tesla-Fan-Woche. Hier ist er jetzt, der fliegende Roadster. Ja, ist super. Also Elon Musk sagt, ja, der Roadster wird in irgendeiner Form schweben oder fliegen können. Raketenantrieb hatten wir ja neulich schon von SpaceX. Das ist dann wieder das Next Step, ne? Agile Produktentwicklung hier. Kombination SpaceX mit dem Tesla Roadster in irgendeiner Form. Einen hat er ja schon nach oben geschickt. Bisher stand er nur so rum. Der fährt ja noch nicht richtig gut. Sie sind da einen Abend da wie Lotte hin und her gefahren. So soll es aussehen. Ja, das ist jetzt das. mal sehen, was dabei rauskommt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, das macht einen Höllenlärm, das Teil. Das muss schon irgendwie lautlos schweben, ne? Ja, das ist ja, genau, das habe ich beim letzten Mal erzählt, ne? Ja, also die Flügeltüren hat er, jetzt muss er bloß noch das Schweben hinkriegen. Und das hier ist Spaceship, ist Spaceship, Starman, ne? Es geht los. Ja, also das ist klar, das ist die Rakete hier vom Tim und Struppi, das ist schon klar. Das ist die BFA, ne? BFR, ne? Big Falcon Rocket heißt das, ne? Big Falcon Rocket, nichts anderes. Genau, ist hier umbenannt worden. Und sieht ja cool aus. Das ist ein Mensch. Boah, Wahnsinn. Also wenn die dann so landet, also hier bei Tim und Struppi ist das Ding so gelandet. Die hat einen Atomantrieb übrigens drin. Ich bin ja mal gespannt, was da rauskommt. Also erwarte auch eigentlich, dass Elon Musk ja demnächst Astronauten zur ISS schickt, ne? Also wenn der Alex nächste Mal hochfliegt, ne, der fliegt glaube ich nicht mehr, dann müssen wir schon mit SpaceX fliegen. Bin ja mal gespannt. Gut, Fanseite, da ist auch immer hier meine Unterstützung. Boah, meine Patreons sind mir weggelaufen. Ich hatte über 70. Ich hatte 75 Patreons, alle weg. Leute, wenn euch diese News gefallen oder das, was ich hier auf meinem Kanal mache oder die News, ja, 1 Euro, 2 Euro im Monat Unterstützung über Patreon würde mich freuen. Wenn ihr mich direkt unterstützen wollt, das ist hier die Möglichkeit. Könnt ihr auch über den Fanshop gehen, aber die Patreon-Geschichte, also 1 oder 2 Euro oder Dollar, im Dollar sind es hier, im Monat, kann sich hier gern beteiligen. Ich werde das wieder forcieren, auf Patreon wieder was veröffentlichen. Ich habe ja so viele unveröffentlichte Videos, da werde ich, glaube ich, mal Rohmaterial hochstellen, ja. So stundenlanges Rohmaterial. Ja. Oder ihr könnt natürlich, wen Patreon nicht gefällt, ich weiß, einigen gefällt das nicht, über PayPal gerne auch spenden. Ich habe auch noch einen PayPal-Pool am Laufen. Glaube ich, müsste ich mal einen neuen vielleicht machen. Aber das gibt es auch. Wer diesen Kanal direkt unterstützen will, ist hier richtig. Model 3, jetzt endlich geht es weiter mit Model 3. Okay, also jetzt habe ich das Bild schon 10-mal gebracht hier für die ersten, das Geschenk von Elon. Und so sieht das Auto aus, wenn es vor der Tür steht. Und ja, also wer sich jetzt informieren will über das Model 3, ich habe ja da einige Videos gemacht, den habe ich auch zusammengefasst in einer Playlist, könnt ihr euch das nochmal angucken. Vorbereitung aufs Model 3, Vorfreude auf die Wartezeit, März, Ende März. Also es hat sich auf jeden Fall gewandelt. Wenn man jetzt auch über die Vorreservierungslink geht, steht auch nicht mehr Februar drin, da steht es auch März drin übrigens. Ja, und letzte Woche habe ich das angefangen mit dieser Liste da. Da kommen wir jetzt auch nochmal drauf. Können wir hier nochmal gucken. Das ist jetzt die neuesten Zahlen. Da sind wir bei 2.775 hochgerechnet für Germany. Immer noch wenig. Die Leute warten alle wohl, kam auch in den Kommentaren, auf Medium Range oder Standard. Also auf Medium Range kann man warten. Auf Standard würde ich nicht warten. Das gibt es nur in China. 15.000 Bestellungen ungefähr für Europa wird jetzt hier prognostiziert.
Und wo sind die eigentlich alle? Hat irgendeiner die gesehen? Ja, die wurden gesehen. Hier, da stehen sie alle, ne? Bereit zum Rüberschippern. Hier in San Francisco im Hafen stehen die alle rum. Unsere Model 3s. Und da es ja nur bestimmte Kombinationen gibt, sehe ich meinen, das ist nicht meiner. Ich habe normale Wheels dran. Ne, ich sehe ihn nicht gerade, aber ja, auf jeden Fall, ne? Sehr viel Schwarze hier, aber auch Blaue und Rot. Da sind sie alle, ja. Und was gibt es für das Model 3 noch? Hier, es gibt diesen Dachgepäckträger, ist ja ausverkauft, aber es gibt Zubehör. Das gibt's, das geht. Hier sind jetzt die ersten Meldungen auch gekommen. Könnt ihr euch alle beim Thread angucken. Über die Effizienz, wenn da so eine Dachbox drauf ist. Wie sieht es beim Tracker aus? Letzte Woche und heute. Ja, die Steigerung ist nicht so gigantisch. Die Wochen sogar um ein bisschen rückläufig. Es dümpelt dahin. Also die 7000 sehe ich da nicht. Ne? Es geht aufwärts, das sieht man schon. Klar, es geht immer weiter. 161.000 Model 3 sind produziert worden nach dem Tracker. Und wir sind jetzt über die, das ist von letzter Woche, nee, für das, wir sind jetzt über die 200.000 Finns. Und ich habe ja immer gesagt, die Deutschen, die Europäischen, die kommen hier bei 200.000. Und da sind wir jetzt. Wir haben noch keine gemeldeten, weil die sind ja bei uns noch nicht eingetroffen. Also da müssen wir jetzt gucken, was dann in den nächsten Wochen passiert. Ich bin der Meinung, die schippern jetzt alle über einen großen Teich und dann geht es bei uns los. Ich hoffe auch, dass im Februar es schon losgeht. Ende Februar, Anfang März. Denke ich, frühestens wird irgendwas kommen, wenn überhaupt. Aber eigentlich spekuliere ich immer noch auf Ende März erst, Ende erstes Quartal. Ja, also die Kurve bleibt so. Ich glaube, das pendelt sich da jetzt ein. Also mit viel mehr kann man da nicht rechnen. Gut, aber wenn ihr alle auf Medium Range und auf Short Range, nicht Short Range, auf Standard wartet, ist doch kein Problem. Was ist denn sonst so los hier? Ja, ich habe noch was für euch. Ich habe ja gesagt in meinen EV Dreams, ich hätte gern einen neuen Routenplaner, der auch schön die Ladesäulen und so weiter hat und mit dem man auch fahren kann. Und jetzt habe ich hier tatsächlich nochmal einen Link bekommen zu einem neuen Projekt. Das habe ich euch mal auch unten verlinkt. Das funktioniert auch gut auf dem Handy. Also sieht echt gut aus für die verschiedensten Sachen. Ich habe es bloß nicht hingekriegt, die anderen Ladesäulen hier auszublenden. Das macht hier eigentlich ganz tolle Sachen. Man kann auch tausend Sachen einstellen, auch Ladekarten und Stecker und alles Mögliche. Und dann kann man am Schluss sagen, jetzt übertrage mir das, was du hier rausbekommen hast, auf Google Maps. Und dann hat man das hier und dann kann man tatsächlich über die Zwischenstationen dann komplett navigieren. Ist schon mal ganz gut. A Better Route Planner war ja auch in die Richtung, hat aber nur gut auf dem Tesla, glaube ich, funktioniert und auf großen iPads. Und das hier funktioniert jetzt auch auf einem Handy. Also probiert das mal aus und sagt mir mal, ob ihr das schon kanntet oder ne, wie das, oder also das geht jetzt schon in die richtige Richtung. Sehr schön. Danke für diesen Link. Wie sieht es bei mir aus? Ich fahre weiter Kona gerade, kommen gerade wenig Videos, gebe ich ja zu. Tägliche Strecke 60 Kilometer jetzt hier im Winter. Ich muss mal den Wintertest noch machen. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich dazwischen jetzt fahre. Wahrscheinlich doch nochmal ein Leaf. Bis Model 3 kommt. Ja, Model 3, Model 3. Gut. Also, Kona könnt ihr euch nochmal hier angucken. Vor allem ist vielleicht interessant, die Sachen, die ich jetzt hier immer mache, die macht, glaube ich, kaum jemand hier so diese Koffervergleichstest. Ne? Das ist jetzt bei mir hier und ich habe auf jeden Fall nochmal was zum Laden und dann muss ich irgendwie mein großes Abschlussvideo noch machen. Ich weiß auch nicht. Ich hätte ja so gerne jetzt den direkten Vergleich mit dem Niro gemacht, aber die Niros kommen nicht daher. Jetzt an dem Wochenende wollte man eigentlich was machen, geht nicht, ist abgesagt wegen schlechten Wetters, aber sie kommen bei den Kia-Händlern jetzt an. Wie gesagt, ich habe ja bei meinem Kia-Händler auch angefragt und der will auch welche bekommen. Der ist natürlich kleiner, der kriegt die wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen. Muss ich nochmal nachfragen, da müssten sie eigentlich sein. Was ist denn sonst so dran? Die nächsten Termine ist ja bei mir immer die Seite, die fehlt in den letzten Wochen, ja, gebe ich zu. Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht hier von der Messe Stuttgart. Da war es so interessant, dass diese LTFA ist auf jeden Fall interessant. Das ist die erste für Elektrotechnik und Elektronik und ja auch mit Elektroautos und dann natürlich die iMobility wieder. Aber auch so ein paar andere, die habe ich mal dazwischen noch so reingeklebt hier und die Comic-Con, bis zur Comic-Con, ja, Spielemesse. Ich weiß auch nicht, ich muss nochmal im Detail gucken. Dieses in Stuttgart. Ansonsten haben wir ja eine Kooperation hier mit dem Elektromobilität Forum. Ja, da ist der richtige Link und hier unten und da gibt es einen Terminkalender und da könnt ihr euch auch informieren bzw. selber Termine eintragen, vor allem auch Community-Treffen und solche Geschichten, dass man da wenigstens verschiedenste Auswahl haben, also verschiedenste Kategorien gibt es da. Und das empfehle ich euch da zu gucken und das ist die Kooperation ja hier auch mit dem Kanal. Das werden wir jetzt dann auch bei jedem News wieder am Ende bringen.
Ja, am Ende, wir sind am Ende. Und wo sind wir am Ende? Ich habe hier noch was vorbereitet für euch, ein Abschlussvideo. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis nächste Woche. Boah, cool. Das gedacht. Also tschüss, bis nächste Woche. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Das ist schräg.